Ausgeschlafen, es geht weiter. Ich bin in der Hafenstadt. Ich bin ja eigentlich dabei, die Sachen von Patty zu suchen, ne? Und das andere kann ich ja so noch nicht machen. Weil mir die. Es war gerade komisch. Weil mir die Beutelchen da noch fehlen. Aber ich will mal kurz gucken, was der Schmied hier nochmal angeboten hat. Vielleicht kriege ich. Zeig mal, was du hast. Das war ein Stab oder so, ne? Mal gucken. So wie den einen, den ich geklaut hatte. Ich hatte doch mal so einen geklaut. Kampfstab. Ja. Speer. Der nichts Gutes? Wieso gibt es nie was Hübsches? Menu. Hier. Mir geht's gut. Und Mir dir? nicht. Mir geht's nicht gut. Danke der Nachfrage. Das heißt, dann kann ich nur weitermachen, ne? Weil mir fehlen halt diese Werkzeugbeutelchen noch von den restlichen Gnümchens. Habe ich bitte raus. Komm, lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. Danke. War mir jetzt nicht sicher, ob ich den Dingsgang nehmen muss. Mit denen hatte ich mich noch nicht unterhalten. Das sind ganz normale Hallo. Rekruten. Die können nur Hallo sagen. Sie muss immer mit Magnus reden. Selbstverständlich, okay. Wie war das jetzt hier mit den Karten? Was sie mir nicht. Ich hätte es cooler gefunden, wirklich, wenn sie mir das anders markiert hätte. Also wenn, ne, wenn es auch nur so eine Karte gegeben hätte. Also die und sie hätte hier einfach so reingekritzelt. Also wie bei Gothic, ne? Hätte ich cooler gefunden, weil. Ja. Weil sie sagt ja auch. Ich markiere dir das, aber ich möchte an sich nicht diese Quest-Sachen hier benutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das ist. Ich wusste ja nicht mal, dass das existiert. Davon abgesehen. Aber, ja, weil sie ja sagt, ich hab's dir markiert, aber in Wirklichkeit hat sie es markiert, ne? Ja, namenlose Gräber. Das hatte ich, das hatte ich. Bitte was? Komme ich denn da auf die Idee? Da gibt's eine Insel. Hier war ich noch nie, oder? Also hier war ich. Das ist die Hängebrücke. Da hinten war ich. Aber hier war ich noch nie. Oh Gott. Also ich probiere mal hier den Weg lang. Da ist dann noch ein Grab und dann da runter. Da bin ich noch nie lang gelatscht. Okay, ich freue mich aufs fröhliche Sterben. Wird kontrolliert, ob der Death Counter raus ist von einem anderen Game. So, sonst wäre ich gut. Dann wäre ich nur minimal hier gestorben. Naja. Gut. Ich probiere dahin zu laufen. Ist das so eine extra Insel? Gibt es mir noch nicht aufgefallen. Aber ich kann ja nicht ins Wasser. Ich hatte doch beim Strand probiert, ins Wasser zu gehen. Und das war irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Es war ein Ding der Unmöglichkeit. Da kam dann so ein Rottwurm in groß. Vielleicht vom Hafen aus? Also von der Hafenstadt aus und dort vom Hafen? Gegangen wäre. Ich schau mal nach. So, um noch an den Echsenmenschen vorbei, ne? Anders dich zwei? Nö. Doch da hinten. Würde das jetzt so nehmen, dass sie so auseinander sind? Frag nicht, frag nicht. Ich bin Magier, wir machen das mit Magie. Selbstverständlich. Wenn ich hier einfach jetzt schon sterbe. Ich bin erst rein ins Game, ich sterbe schon. Es ist immer so. So phantastomanisch. Finde ich gut. Das lohnt sich dann wenigstens. Das muss sich lohnen. Ich muss echt meine Magiesachen verbessern. Ich brauche so viele Lernpunkte. Da hinten läuft doch auch irgendwas rum, was nicht, noch nicht richtig gerendert wird. Ai, mei.
Oh je. Okay. Ah. Ach, ein Scavenger. Nee, Seegeier, ein Seegeier. Ich weiß nicht, ob ich das jemals auf die Reihe kriege hier. Es sieht aber auch so aus. Es hört sich nicht ganz so an, aber es geht in die Richtung. Muss er ein bisschen in der Nähe bleiben, damit sie sich nicht resetten. Werde ich nebenbei mein Steak essen. Ja, ist verständlich. Nein. Aber ich wollte das. Was war das? Ach, das ist doch hier zum Ich. Das F-Wort wäre gekommen. Das F-Wort wäre gekommen. Kann nicht mehr. Kein Bock. Ist das Leben nicht schön? Ich lieb's. Ach, ich mach das jetzt komplett mit Monkey. Ist mir egal, wie viel Mana-Tränke ich aufbrauche. Ich hab doch ein paar gekauft. Easy. Was soll's. Ich bin Magier. Ich gebe mein Geld für Mana-Sachen aus. Ah, es muss so sein. Okay, ich vergesse ja auch jedes Mal, dass ich nicht rennen kann, ne? Also, nochmal ein Stückchen schneller, meine ich damit. Ich hab doch eine einzigartig gute Frusttoleranzgrenze. In manchen Games ist es mir auch ehrlich gesagt shit egal. Und bei anderen Games denke ich mir immer nur so, oh nee. Es kommt echt aufs Game an, ne? Ach ja. So. Immer da lang, es geht, glaube ich. Ja, ich gehe mal jetzt hier rum. Ich muss auf jeden Fall einmal da oben lang, damit ich dort irgendwie, ne, den Weg dann auch bekomme, den ich gerne hätte. Und dann auf diese kleine Mini-Insel zu kommen, was auch immer das ist, ne? Naja. Naja. So. Ist da. Ich hab zu dicke Klöten und lauf deshalb breitbeinig. Die laufen so komisch breitbeinig. Das sah gerade echt komisch aus, als wäre ihm da etwas angeschwollen. Sorry für die Ausdrucksweise, es sah so aus. Naja, der musste so, ne? Der hat gefühlt das Bein bis nach sonst wo hochgezogen gerade. Ey, das ist ungerecht, das ist kein Skelett. Das ist durchgeflogen. Das ist, was bin ich? Bin ich bei Gothic 3 oder was? Das ist einfach durchgeflogen. Ja, ich Frusttoleranz. Ich probiere dran zu denken. Ja. Aber ich finde es halt affig jetzt dafür zum Beispiel. Okay. Für das letzte bisschen dann noch mal das Magiegedöns zu benutzen, ne? Aber ich glaube, ich mache das kurz bei den Dingern so und für den letzten Hieb dann so einen schweren Angriff? Heftigen Angriff? So. Zieht aber auch unterschiedlich viel ab, ne? Je nachdem. Da lief doch gerade was neben mir, es hat sich so angehört. Okay, das ist da neben mir, klar. Das ist halt so schade um die Mana-Kosten, ey. Schade drum. Wenn du dann noch dran vorbeiziehst oder es durch das Ding durchgeht. Was ich auch immer sehr, 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 sehr gut finde. Ach. Was kannst du eigentlich? Mann, wieso hat er das weggepackt? Ich habe die Dings-Taste geklickt zum Blocken. Ach komm, verarsch mich nicht. Was ist das?
Da, so, das habe ich gerade gemacht und er packt es einfach weg. Was für eine Kacke. Also ich die Dreierkombi natürlich nicht abgewartet. Sag mal, warum funktioniert denn der Linksmausklick nicht mehr? Der will mich doch komplett verarschen. Jetzt hey. Okay, vergiss es, ich mache keine Echsenmenschen. Es ist mir... Ich mache Survival Games mit Permadeath auf schwer. Das ist mir egal, ob meine ganze Basis Schrott geht, ne? Und was will der Dingstyp da jetzt? Hä? Das sind meine Punkte. Hä, was macht denn jetzt dieser Toni hier? Nicht schlecht. Was macht der? Ich habe den Teleportstein. Hau bloß ab, Mann, ehe ich mich vergesse. Ach, wegen dem Don-Gedöns. Aber ich weiß nicht, diese Echsenmenschen. Ich... Nee. Das wird hier nichts mehr. Ich werde damit keinen. Wir werden keine Freunde. Satoni hätte der nicht unten beim Grab sein müssen. Also die beobachten mich ja alle. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt muss ich da lang. Aber da bin ich doch schon mal lang gegangen. Warum sind da die Sieger, ja? So viel Mana, Leute. Das Leben als Magier ist doch eigentlich total kacke. Am Anfang bist du, kannst du einfach gar nichts. Du bist ein Nichts, ein Niemand, ein gar nichts. Bist du dann überhaupt irgendwann mal was kannst? Du bist wirklich nichts. Es ist ganz schön brutal. Muss ich ja an der Stelle ja mal sagen. Das ist ja so. Du musst ja, also selbst wenn man dann halt alles ausweicht und sowas, hier sind noch Stachelschweine, du brauchst ja auch dann einfach Ewigkeiten, weil du ja auch keinen Schaden machst. Das kommt ja auch noch dazu. Oh yeah. Wieso habe ich den Weg genommen? Hätte ich nicht einfach Einhand nehmen können, wie sonst auch? Hier liegt alles voll. Bin ich hier noch nie lang gegangen oder was ist hier los? Das ist aber der Weg, den ich gehen wollte. Bin den Weg noch nie lang gelatscht. Oh Gott. Oh Gott, schneide ich das am besten alles zusammen? Für eure Nerven, für meine Nerven, für die Nerven aller. Nicht mehr genug Mana. Dürfen sich nicht resetten. Ja. Ich bin gerade tot umgefallen schon. Weil hungrige Wölfe sind doch die ersten mit. Der Körper ist gerade irgendwie ein bisschen geslidet, ne? War der in der falschen Position, oder wie? Oder was? Ja, ich muss mal gucken. Wenn der in Geschnitt ist, weiß ich nicht. Ich weiß halt jetzt nicht, wie lange ich dahin brauche, ne? Ob ich das jetzt... Ich weiß, dass ich bei Gothic diese Looten- und Levelfolgen dann hatte, weil ich ja den Weg frei machen musste und ich brauchte ja auch die Punkte. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier dann auch so mache. Ich bin ja doch nicht mit dem Schwert unterwegs, ne? Ich war mit so einem tollen Stäbchen. Ist hier irgendwas? Eine Schildi. Echse, meine ich. Ich muss dann, glaube ich, auch... Ja, den Weg muss ich auch runter. Nicht, das kann ich nicht einfrieren, ne? Die Donnerechse, das ging ja nicht. Bei dem Tempo weiß ich ja nicht. Ich hatte das mit Rupert gemacht gehabt. Oh.
war halt ein Unterschied, ne? Ob ich das jetzt mit jemandem mache oder nicht. Ich muss ja auch jetzt irgendwie da dran vorbei, ne? Ja. Jetzt warte mal auf den Kopf und dann. Die tut mir irgendwie ein bisschen leid, die Donner-Echse, aber ich brauche die Punkte. Okay, also im richtigen Tempo müsste man das machen. Dass sie sich immer verkriecht und dann den Kopf draufhauen. Okay. Das sind halt 180 Punkte, ne? Wie mache ich denn mit Feuer? Wie schauen. Genauso viel schauen wie mit dem Eisding. Eis bringt nur was zum Einfrieren. Und da ich die meisten nicht einfrieren kann, ich hätte auf das Leichteste gehen sollen, Feuer, ne? Weil Feuer hätte den Schaden ja dann definitiv erhöht. Ja. Ja, mit Feuer geht es halt einfach besser. Ich muss auf Eis und Feuer gleichzeitig gehen. Also viel Lernpunkte, so viele Punkte kriege ich doch never. Oh Gott. Bin gespannt. Wo ich jetzt da oben weitergehe, den Keiler mache ich noch weg. Ja, weil hier geht's auch runter zur Hafenstadt. Und deshalb den Weg bin ich ja gegangen beim ersten Mal. Ich bin echt. Und dann hätte ich ja. Das sind jetzt nicht, dass die Echsenmenschen da stehen. Die Echsenmenschen, die sind jetzt aufgeploppt für Kapitel 2 und die haben die Teleportsteine da, damit ich wohl nicht mehr laufen muss. Sind die nur da, damit du jetzt die Teleportsteine bekommst? Solange ich irgendwelche Sachen, die auf mich stürmen und mich mit... Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken wegen einem Blaublatt, was hier runtergefallen ist. Oh. Die mit Feuerbällen abwerfen, ist doch alles okay, ne? Aber wenigstens mal eine Kiste. Ich bin irgendwie schon Sachen lang gelatscht und dann war da nicht mal was am Ende. War ein bisschen enttäuschend. Wasser. Amulett. Maximale Lebensenergie. Ich habe gerade ein Stärke-Amulett an, das brauche ich für den Stab. Würde ich jetzt ungern wechseln. Warte mal, ich habe doch... Jetzt mal eine rauchen. Riecht schon mal nicht schlecht. Hähnchenkeule, knusprig und lecker. Die ist gebraten. Für zwischendurch kann ich ab und zu mal was essen, um mich auch zu heilen. Ja, da jetzt runter. Nee, gar nicht, aber wartet. Ja, da runter und an der Hafenstadteingang mit den bestechlichen Stadtwachen vorbei. Das war, als würde ich gerade lispeln wollen, ne? Dabei lispel ich eigentlich gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Dann hätte ich auch einfach aus dem anderen Stadttor gehen können. War ja schlau von mir, muss ich ja mal sagen. Oh, bin ich blöd. Okay. Aber weiß, was es hier jetzt noch gibt zu entdecken, ne? Das taucht ja aus heiterem Himmel mal wieder ein Wolf zum Beispiel auf. Könnte man die ja einfach mal zwischendurch weckern.
die hungrigen Wölfe kippen einfach um. Das war normaler, deshalb. So. Ich räume doch hier ordentlich auf. Na, selbstverständlich. Wo ist jetzt der andere? Da. Wieso rutschen die manchmal weg? Die rutschen manchmal einfach weg. Gut, hier ist sonst nichts weiter. Achso, da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, warum sind denn das so wenig Wölfe? Ungewohnt. Da liegt was da hinten. Und hier noch einer? Nee, ach da. Oh Gott, ich sehe schon Leuchteraugen. Ja! Da wäre halt eine Höhle. Mache ich die? Mache ich die nicht? Das ist halt die, oh, die Dinger mit den Leuchteraugen, ne? Wenn ich die ausreichend oft einfriere, wenn sie nicht zu zweit wären. Der resettet sich ja dann richtig schnell. Der eine kann mich halt zu fassen kriegen, wenn ich den Zauber auf den anderen werfe. Gott, das, jetzt habe ich das nächste getriggert. Nein! Leute! Nicht jetzt! Ich habe gerade einen Ghoul schon erledigt. Hungrige Wölfe, die müssten gleich umfallen. Ja. Ah, was mache ich hier eigentlich? Aber die resetten sich wenigstens nicht. Positiv sehen und so. Okay, ich war gerade zuschlagen. Ich kann das nicht nerven. Das ist irgendwie anders, ne? Stopp mal. Das war ein hungriger Wolf. Der muss tot umfallen. Der eine. Der hat sich resettet. Ich glaub's ja. War da jetzt noch ein Millimeter Lehm übrig, oder was? Hat nochmal ein Wolf gehört, oder so. Man hört... Ich glaube, das sind nur Soundsachen. Ich mag das nicht, wenn man was hört und dann ist da nichts. Oder da ist weiter weg irgendwas. Ich weiß nicht, ne? Ich denke dann jeden Moment, ich werde angefallen. Es kann entweder da oben sein oder in der Höhle. Je nachdem. Wenn da allerdings noch mehr von diesen Leuchteraugen-Typen sind. Wird schwierig. Ich ran vorbei. Upsi, da. Die standen halt direkt beim Eingang. Das hat man direkt gesehen. Tja. Okay, das sind Skelette. Ich weiß nicht, wohin es geht. Geht sehr weit rein. Es muss irgendeine Verbindung sein. Da hinten kam aber Skelette. Also es ist nicht, glaube ich, nicht einfach nur eine Höhle. Da latscht man irgendwie komplett durch. Ich würde erst an den Strand gehen, den Schatz ausgraben, eigentlich beim Plan bleiben, wo ich irgendwo lande, wo ich vielleicht noch nicht hin soll, oder? Ja, ich weiß nicht, ne?
So eine Geschichte. Da sind auch voll viel Wildschweine. Oh, ich habe kein nichts mehr. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, ne? Es wäre gut, wenn ich so ein Flächending gemacht hätte, aber ich glaube, zwei reichen scheinbar aus, weil ich habe gerade schon die Punkte bekommen. Ja. Theoretisch würden zwei ausreichen, aber nicht, dass es so ist wie bei dem einen Wolf gerade eben. Und dann doch nicht, ne? Nicht gelootet sein. Nee, da muss ich auf jeden Fall runter. Da war ich noch nicht. Stimmt, das habe ich nicht gemacht, weil ich hätte an den Dingern vorbeigehen müssen. Gott. Das sind Anfangsdinger, ne? Und trotzdem stelle ich mich an, wie hier der letzte. Na ja, egal. Ihr wisst schon. Ja, ja. Das muss so. Das ist gewollt. Aber weil ich mich hier irgendwie noch nicht eingefügt habe, ne, wie das hier so funktioniert. Aber weil ich auch komplett komisch steuere, muss ich ganz ehrlich sagen. So wie ich hier die Steuerung benutze, das wäre ein Krampf für alle, glaube ich gerade. Ich halt, wie gesagt, mit dem Mausgedöns echt nicht so gut klarkommen. Ja. Da habe ich jetzt, Adam, habe ich das Bildschirm gelootet. Ich muss noch da. Zum jetzt zum Strand. Und von dem Strand aus. Ach, da ist sie. Zu der Insel muss kann ich scheinbar rüber. Speichern. Da steht jemand. Hey. Eriksson. Hey, du Spinner. Warst du schon auf der kleinen Insel? Warum interessiert dich das? Auf so einen Dreckskerl wie dich muss man aufpassen. Sonst machst du doch nur Mist. Danke. Ebenso, ebenso. Ich bin ein kleiner Dreckskerl. Danke, danke. Was willst du eigentlich hier? Wenn es nach mir ginge, würde ich dich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Aber Captain Romanov will, dass ich darauf achte, dass dir nichts passiert, während du nach Stahlbarts Hinweisen suchst. Und was Romanov sagt, wird gemacht. Ach was, ich glaube eher, dass er dich zur Strafe hierher geschickt hat. Du sollst wohl deinen Mist, den du mit Stahlbarts Barackenschlüssel angestellt hast, wieder gerade biegen, was? Dir wird dein Spott noch im Hals stecken bleiben, wenn wir mit dir fertig sind, Dreckskerl. Will ich sehen. Wieso? Also in Wirklichkeit hat er mich ganz doll lieb, das wissen wir, ne? Woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Du machst so einen Radau, wenn du durchs Land ziehst. Da ist es ein leichtes, deiner Spur zu folgen. Na, ich reg mich vielleicht ein bisschen auf, ne? Ein bisschen. Aber so viel Radau-Meinung wieder nicht, komm. Woher wisst ihr eigentlich über Stahlbarts Hinweise Bescheid? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Verarschen kann ich mich selbst. Hau endlich ab, finde die restlichen Hinweise und hör endlich auf zu quatschen, Mann. Weil du die Hinweise nicht finden kannst? Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Du Landei. Das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Wenn schon ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Sicher? Ich weiß ja nicht. Umgekehrte Psychologie und so, ne? Du sollst also auf mich aufpassen. Da fühle ich mich ja gleich schon viel sicherer. Mach hier keine großen Sprüche. Sieh zu, dass du den nächsten Hinweis findest. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Hast du mich vollgequatscht oder ich dich? Nur um das nochmal klarzustellen. Der stirbt doch gleich an den Motten. Der stirbt... Naja. Natürlich nicht, weil ich kümmere mich natürlich um alle hier. Ist hier noch was außer die? Nee. Und wenn ich vorher hier schon hingegangen wäre, dann wäre es egal gewesen. Ja! Die kriege ich auch so. Das war bei denen, glaube ich, ein bisschen leichter. Oder der steht dann da, wenn man... Ja, aber ich komme ja hier immer auf die Insel.
Oder wenn man es probiert hat, woanders ins Wasser zu gehen. Das klappt ja nicht. Dass man weiß, hier würde es jetzt funktionieren. Aber hier schwimmt man ja auch scheinbar nicht. Hier läuft man ja. Es ist nicht so tief. Naja, egal. Ich philosophiere nicht darüber nach. Also man hätte ja vorher schon hingehen können, ne? Hey, was soll der Scheiß? Willst du gegen die kämpfen? Dann mach. Tja. Ja. Oh. Stört mich doch nicht, wenn du dagegen gerne mit den Reihen Dings anlegen möchtest. Mach da nicht. Der steht da oben rum und sagt nur, was soll der Scheiß? Ja. Nur große, kleine Sprüche klopfen. Mehr kann der Junge nicht. Nautilus! Okay. Und nochmal von vorne. Und nochmal. Nochmal von vorn. Das wäre geil, wenn der irgendwie 20 Mal der Dietrich abbricht, ob er dann so einen richtigen Wutanfall bekommt. Geht doch. Oder wenn der letzte Dietrich so richtig aufgebraucht ist. 249 Gold. Das Meer? Ist ja nur so eine normale Seemannskiste. Sonst habe ich eher so 10 Goldmünzen vielleicht da drin. Naja, gut. Ich freue mich. Ich muss ja schließlich halt Tränke, Mana-Tränke. Ich kaufe Mana-Tränke. Ich esse ja schließlich hier meine Sachen, um mich zu heilen, damit alles passt. Speichern, falls ich gleich vom Monster von Loch Ness hier aufgefuttert werde. Obwohl es ja ein... Also, das Spiel ist nicht beendet, ne? Es ist halt einfach nur resettet. Ja, aber man schwimmt halt echt nicht, okay. Das ist, weil man hier langlaufen kann. Vielleicht sind wir auch Nichtschwimmer, deshalb vielleicht? Ah, dann sollten wir kläglich ertrinken, wenn wir ins Wasser gehen. Wenn du da nicht gespeichert hast, dann halt blöde gelaufen in dem Moment. Würde ich sagen. Und dass wir an Land gekommen sind bei dem Schiffbruchding, war dann Glück. Und so. Ja. Es war dann einfach nur Glück. So. Pilze, ich weiß auch immer nicht genau, ne? Ich könnte jetzt zwar auch essen, aber. Was ich sehe, probiere ich einzusammeln. Wenn ich Lust habe, mich zu bücken und die Sachen aufzuheben. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? 35 mit Mana-Trank. Wichtigste überhaupt. Die Bärenwische, nachdem ich wie viel Bären gegessen habe. Ich könnte immer noch deswegen weinen. Ich kann deswegen noch immer Stacheldinger weinen. Die auch von Anfang an schon hingehen können, ne? Ich hätte auch direkt zu Patty gehen können. Als ich das mit dem Gang herausgefunden habe, ne? Weil das ist ja hier eigentlich alles Anfangsgebiet. Auch wenn ich mich nicht so anstelle. Da hinten vielleicht... Oh Gott, hier bebt alles. Erdbeben. Ich weiß nicht, ob man hier lang kann, soll. Oh, ach nee, hier ist es schon. Namenloser Räuber. Ach, hier ist das Grab, okay. Ich wollte eigentlich eine Kiste haben. Na dann. So eine Feuerregen-Spruchrolle. Das ist Gothic, ne? Du hast irgendwie die Hoffnung, dass du in der letzten Ecke irgendeine Feuerregen-Spruchrolle findest. Geil. Das ist irgendwie hängen geblieben. Deshalb latsche ich hier in irgendeine Ecke rein, um zu gucken. Und, aber hier brauche ich die Steintafeln. Ne? Hier die Steintafeln. Sonst kriege ich mein Wissen nicht nach oben geschraubt. So. Wie viel habe ich? 3 von 5. Dann war ich jetzt hier beim namenlosen Räuber. Aber trotzdem gucke ich, was es noch alles auf der Insel gibt, ne?
mal kurz von der anderen Richtung über den Weg, wo man auch langlatschen soll. Ich hab den, ja, wollte gerade sagen, nicht gelootet. Aber sie greifen mich ja nicht an. Warten sie, bis ich alle 5 Sachen habe und dann zu Patty gehe? Also sie verraten sich doch. Ich weiß ja, dass sie darauf warten, dass ich alle Hinweise habe. Also entweder attackieren sie mich, sobald ich den 5. einsammle. Oder sie attackieren mich dann, wenn ich bei Patty bin. Aber wenn die alle auf mich stürmt in dem Moment, das schaffe ich nicht. Oh Gott, ein Skorpion. Und ein Seegeier, aber das ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. So, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt galant mache, weil ich wollte nicht den Skorpion schon haben, dass ich den aus Versehen mit triggere. So. 3 waren das, glaube ich. Dann hätte ich die 3 alle jetzt. Die alle 3 Seegeier. Passt. Und jetzt noch das Skorpion-Ding. Da runter. Hier ist Wasser, glaube ich. Das ist auch so eine auferstiegene Ruin-Dings. Ja, ich an die Kiste kommen, ohne das Ding da fertig zu machen. Ja. So, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffe, aber da hinten liegt doch noch irgendwas. Einfrieren werde ich es nicht können. Naja, treffen sollte erstmal funktionieren. Ne, einfrieren ist nicht. Anzünden würde auch etwas dauern. Das ist eine Heldenkrone, die brauche ich. Ja, das sind ja so eine Ruinteile irgendwie noch. Häng fest. Uah. Okay. Also ich sollte das Feuerding irgendwie auch noch probieren hochzuleveln. Das wäre schon gut. Ich hätte gerade Angst, dass ich hier runterfalle, dass ich irgendwie schon an der Klippe stehe oder so. Ich hatte das gerade irgendwie nicht mehr so ein Gefühl, wie weit ich bin. Länger. Das läuft hier. Das läuft. Jetzt? Was war jetzt? Wir sind hier gerade geslidet. Beide. Ganz komisch sind wir hier gerade, wir hatten ein paar Schwierigkeiten. Okay, okay, ich dachte nämlich kurz, wir rutschen hier irgendwie ins Wasser rein oder runter, aber es hat noch geklappt. Ist das nicht schön? Das ist doch alles fantastisch, das ist alles gar nicht schlimm. Hier, ich dachte hier, weil hier Kerzen sind, hier wäre irgendwie nochmal so ein Grab oder so. Das hier brauche ich. Heldenkrone. Wenn ich da reinspringe. Werde ich hinein katapultiert?
Wird er mich hier eigentlich mal schauen, was passiert? Wenn ich hier alle Pflänzchen eingesammelt habe. Und gespeichert habe. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Sachen zu erkunden, ne? Weiß ich ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit druckmäßig sie hier on Tour waren. Den. Okay, aber man kann runter. Schaut mal, da sind Skelette. Also ich kann nach unten. Ah, da war, glaube ich, gerade ein Eingang zum Reinschwimmen. Kann ich doch schwimmen? Also man kann runter. Also unten ist auf jeden Fall was. Sah aus irgendwie hinten, ob man da irgendwie rein kann. Oh. Nee, wir ertrinken. Wir ertrinken. Okay, ich lande auf jeden Fall immer hier. Aber was ist der Weg da hinein? Ich gehe mal hier lang. So, hier kann ich laufen. Wenn ich probiere, geordnet runterzuspringen, ob ich dann überlebe? Hey, ist denn ja Skelette? Also ich glaube, da war auch eine Kiste. Verarscht mich nicht. Weil man erkennt ja die Ruine. Also ich kann nicht von außen da rein. Es sah ja gerade vorhin so aus, als ich da unten war. Da war so ein eckiger Kasten, wo man rein konnte. Das wird natürlich jetzt hier grandios. Gibt's hier ein Seil? Gibt's hier eine Leiter? Soll an den Ranken runterklettern? Ich springe jetzt mal runter. Warte mal. Ja. Bin aber sehr, naja, also mein Leben sieht nicht mehr ganz so frisch aus, würde ich mal sagen. Man hat kein Aua gehört, aber ich bin unten. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Aber das ist ja erstmal eine Nebensache, ne? Hauptsache, man ist erstmal hier drin. Also runterspringen. Ich denke mal, wenn ich irgendwie Akrobatik oder so hätte, würde das alles ein bisschen besser laufen. Ist er alleine? Nee, die sind zu zweit. Ja! Ja! Hier sind aber zwei, kann ich die nicht. Ach komm. Die glitschen doch zu mir. Der ist gerade auch geglitschelt, ohne Witz. Die glitscheln. Und das eine ist gerade durch das eine Skelett durch. Okay, die glitscheln. Ich mach das lieber da mal dort. Ob ich das dann schaffe, ist so eine andere Sache, ne? Ja, die glitscheln. Die sliden dann so in Instant zu einem. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich glaube nicht, dass sie so eine Fähigkeit haben. Mit so einem Schnellding zu dir zu kommen. Da! Die sliden dann. Wären die auf Eis oder so? Ja! Genau mein Ding hier. Nicht so. Ich sag euch, das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, was ich jetzt hier mache, oder? Das ist jetzt eigentlich so ein. Warum bin ich hier runter? Ich wollte mal gucken. Ich wollte nur mal gucken. So, also.
Mana Wurzel. Tja, wenn es. Ich will hier Minimum eine Steinplatte haben. Eine Steinplatte. Kleiner Saphir. Da. Eine Steinplatte. Ha, gut. Hat sich gelohnt. Ich hätte jetzt sonst geweint. Ist hier noch was, wenn ich schon hier bin? Ja, da die Kiste. Ich habe keine... Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ich habe kein Schlösser öffnen. Das war ja Siegel 3, das war ja das Problem. Eine Perle. Also ich muss dann hierher nochmal zurückkommen. Ich habe überall dann noch so eine Kisten. Aber das war jetzt quasi was Gutes. Oder muss ich hier hochklettern, um zurückzukommen? Nee. Weil da gibt es diesen Ausgang. Und das dachte ich vorhin. Das habe ich gesehen, als ich das erste Mal runtergefallen bin. Ich speichere. Was, wer ist hier der eigentliche Eingang? Mal gucken. Das ist ein ganz schön langer Gang. Ich könnte mich jetzt auch porten, ne? Aber... Vom Grab. Hier, okay. Gut, also es hätte einen hübscheren Eingang gegeben, um nach da unten zu kommen. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt von da oben runterspringen soll. Finde ich jetzt schon ein bisschen arg komisch. Die Steinplatte? Ist hier nicht bei Schrift hier. Wie viel habe ich denn? Lohnt sich das schon? Nicht. Oh, 150 brauche ich. Ich will eigentlich dieses Schlösseröffner nur haben. Mehr möchte ich gar nicht. Ich habe die Spruchrollen zum Kauf noch nicht gefunden. Naja, gut. So, die Kiste habe ich. Dann geht's jetzt weiter. Das ist der Dude weg. Der andere stand ja letztens noch da. Ich kann mich auch einfach instant wegporten, da sie mich ja nicht überfallen, während ich die Kiste öffne. Was ich ja zuerst dachte. Bei dem ersten Ding. Kann ich mich ja wirklich einfach porten? Ja, er ist noch da, okay. So wie man das macht. So, der nächste Marker von ihr war... Da war ich. Das da. In dem Wald. Das heißt, wieder zurück, ne? Den Weg zurück. Dann bei den Wildschweinen lang. Die wird mich wahrscheinlich auch nicht anfallen, weil die soll mich ja nur beobachten, ne? Ich war auf der kleinen Insel. Mal gucken. Ich habe auch einen von Stahlbarts Hinweisen dort gefunden. Okay. Dann ist mein Job hier erledigt. Welcher Job? Du hast doch gar nichts gemacht. Du lebst doch noch, oder? Also, ist mein Job erledigt. Mach besser, dass du weiterkommst. Du bist noch nicht fertig mit deiner Arbeit. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Ich wollte gerade sagen, wie sinnvoll war es, dass ich das gerade gesagt habe, aber ich habe 100 Erfahrungspunkte bekommen. Ich brauche die. Das sind essentiell wichtig. Ich brauche die. Ach! Läuft. Nicht. Jetzt in die Richtung da Wald. Muss ich auch aufräumen. Da Wald. Mein Deutsch ist wieder richtig on point. Sorry, der muss so sein. Da sollten aber auch eigentlich nur leichte Tiere sein. So theoretisch, ne? Ich habe Schürfen nicht zu holen. Ich habe Schürfen nicht umsonst gelernt. Ich nehme das jetzt alles mit. Ich könnte es ja überall verkaufen, das Erz, ne? Aber ich hätte gern jemanden, der mir extra viel dafür bezahlen würde, so. Extra halt. Ne?
so dass es sich lohnt. Muss ich bei den Gnomen lang oder? Bei den Gnomen lang. Häuptlinge ziehe ich, glaube ich, gleich schon befreien, ne? Ja, die sind ein bisschen schneller hier. Nur zwei? So, Werkzeugbeutel 13. Oha, das war ich nicht. Die Gnome sind ja brutal. Wie brutal sind denn die Gnome? Aha. Die sind nochmal mit einem rostigen Schwert aufgespießt worden. Ich habe mir irgendwas gesucht. Der eine hatte eine Spitzhacke, der andere hatte noch eine Schaufel. Pokal. Halskette. Ein Ring. Okay, die waren hier nicht so ganz erfolgreiche Schatzgräber. Die gehören halt nicht zu den Drillingen, ne? Kleiner Bernstein. Man muss ein Drilling sein. Hab ich gelernt. Nee, sonst ist hier nichts weiter. Das ist ja brutal. Ha! Ich komme hier aber nicht rüber. Ich dachte, hier wäre das Grab. Der Weg geht nicht weiter, das ist eingestürzt. Ach, der hatte Levita. Ah, ich kann schweben. Der hatte doch eine bekannte Spruchrolle. Wo ist mein Schwebegedöns da? Levitation. Deshalb hatte er das. Ich wollte gerade sagen. Damit man hier weitergehen kann. Okay. Leider eingebrochen. So, das ist jetzt hier alles neu. Ja. Das ist mehrere Neues wert. Die Mehrzahl von neue. Da hinten sind richtig viele Wölfe. Oha. Ich will das Ding noch looten. Der Wolf will derzeit. Ja, okay. Da sind sehr, sehr viele. Die Frage ist, muss ich da rein fürs Grab? Da oben ist eine Hütte. Kann ich da hochklettern eigentlich? Nee, sowas ging nicht, ne? Das gibt's hier nicht. Ich habe noch keine Leiter gefunden. Auch so, oder? Also. So, jetzt random hier verteilt. Da sind richtig viele Wölfe. Ach, ich weiß, wo ich bin. Ich bin hier bei dieser fetten Kreuzung, das sind Echsentyp, ja. Klar, die sind ja jetzt auch überall. Okay. Ist das Grab dann auch nach unten gefallen? Oder muss ich bei den Wölfen suchen? Bitte nicht. Das sind wirklich viele. Stimmt irgendwie hier dran vorbei oder so. Hier sieht schon sehr grabig aus. Und hier Grab? Grabig. Sind aber auch komische Wörter.
Mhm, noch mehr Wölfe. Freue ich mich, ja. Ich laufe mal durchs Gebüsch. Ah. Hi. Oh Gott, so ein Ding. Ich gehe ja schon. Ich bin schon dabei zu gehen. Immer entspannt hier. Ja. Hi, Skelette. Also da unten gibt es dann auf jeden Fall ein paar Skelette. Auch geklärt. Aber ich muss, glaube ich, die, damit ich einmal gucken kann, ich muss die Wölfe, glaube ich, weg machen. Irgendwie. Aber es ist halt genau, ich bin doch genau an der Stelle. Es könnte auch natürlich da oben sein. Ich bin... Nee, wartet mal. Da ist sowas komisches das Haus ist abgebildet, ne? Ich gucke erstmal oben. Sicherheit geht vor. Ich guck erstmal oben. Da muss ich wahrscheinlich auch irgendwas wegmachen. Aber für die Wölfe, ja. Und dieses Ding. Es war jetzt auch nichts in dem Rand. Es muss dann richtig weit drinnen sein. Ich würde gerne mal oben da an der Kante gucken. Das war auch schon so ein komischer Platz, wo man Sachen verstecken kann. Ich brauche mehr Informationen über deine Untoten. Eigentlich Zeig nicht. Zeig mir mal auf meiner Karte, wo genau die zerfallenen Burgen sind, die du kennst. Ich kann das. Lass mich drüber nachdenken. Also eine ist nicht weit von hier im Norden. Ach. Und zwei an der Westküste. Moment mal. Also eine könnte noch an der Südküste und eine im Osten sein. Aber das ist nur geraten. Ich zeichne es dir trotzdem mal auf deine Karte. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wir werden sehen. Wieso presche ich eigentlich so vor? Ich habe vergessen, mal mit ihm zu reden, aber ich dachte, er hat mir das einfach erzählt. Und er hat ja nur von einem Burgherrn, ne, das bekommen, dass er dann auswendig weiß, wo die anderen Sachen sind. Ich gehe doch, wenn ich verflucht wurde, nicht automatisch, also das, von ihm habe ich ja zum ersten Mal von diesem Burgherrn erfahren, mit dem Vasallenring, ne, Fluch und so. Ich gehe doch da nicht automatisch über die ganze Insel und gucke, wo die anderen sind. Deshalb, ich habe nicht damit einfach gerechnet, dass er mir was dazu sagen würde. Ich habe einem untoten Burgherrn diesen Vasallenring abgenommen. Außer das jetzt vielleicht. Er sieht genauso aus wie deiner. Dann könnte es tatsächlich mit meinem Ring zu tun haben, dass die Untoten mich aufsuchen. Zumindest ist das schon mal ein Hinweis. Oh Mann, hätte ich dieses verdammte Ding bloß nie angefasst. Such bitte weiter. Wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr. Du hast mir gerade gesagt, wo die anderen sind. Jetzt, also, und das ist jetzt zum Beispiel... Logisch, aber das erste war gerade nicht logisch mit, wo könnten die anderen sein? Also, fände ich jetzt ein bisschen komisch, wenn ich verflucht wäre. Oder denke, ich bin verflucht, ne? Scheint so, als ob nur untote Burgherren einen Vasallenring haben. Außer bei dir habe ich sonst nirgendwo einen gefunden. Was kann das bedeuten? Ich vermute, dass dein sprechender Geist Patroskon den anderen Burgherren diese Vasallenringe gab, um sie damit kontrollieren zu können. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen. Und hat sie allesamt zu Untoten gemacht. Was hab ich damit zu tun? Als du den Vasallenring gefunden hast, hat Patroskon versucht, Kontrolle über dich zu erlangen. Deswegen hattest du in der letzten Zeit immer nachts seine Stimme im Kopf. Oh Mann, wo bin ich da bloß reingeraten? Ja, ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Du musst mir helfen, hörst du? Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich arbeite dran. Beeil dich, bitte. Ich werde sonst noch wahnsinnig. Okay. Ich brauche Ruhe. Ja, erhol dich. Erhol dich, Schnuckelchen. Hier ist dieser Vorsprung. Ah, das ist nur ein Dixie. Kann man in einer Dixie was, in einem Dixie jetzt was verkramen? Da hinten noch gucken bei dem Vorsprung. Da unten. Da. Okay. Und zwar namenloser Schurke.
Ich habe jetzt niemand stehen sehen, aber... Hier ist was vergraben. Echt, das ist ja Marvin, aber warum sollte mir Marvin was antun wollen? Er war ja schon vorhin im Haus. Ich bin jetzt nicht da hinten lang gelatscht, nur da kann natürlich jemand stehen. Ich sehe da, glaube ich, nur einen Wolf. Ja, da ist ein Wolf. Ich muss da lang, ja, zurück. Lieber die untoten Burgherren. Trank. Permanente Geschicklichkeit. So, und 4 von 5. So. Kann ich später mir alle durchlesen, sobald ich alle 5 habe. Das wäre ein bisschen leichter. Ich speichere mal und der Wolf muss da einmal kurz. Das sah gerade schon so aus, als ob er mich anfallen möchte. Gibt's hier noch einen? Ja. Oh Gott. Bin ich gerade erschrocken, ne? Ich sehe nichts. Back hat der ganze Bildschirm war kaputt. Ah! Schwarzer Wolf. Fantastisch. Wie gut, dass ich gespeichert habe, ne? Gut, da muss ich zu lang. Da muss ich da noch aufräumen, da lang. Aber ich habe erstmal die Kiste. Also da sind noch ein paar Wölfe. Also wahrscheinlich, da wäre noch mehr gekommen. Wieso mache ich denn 10 Wölfe auf einen Spot? Nein, ich war schon in der Kiste. Ach, Leutchens. Ja. Okay, jetzt kommen die anderen nicht. Weil das scheinbar außerhalb vom Radius ist. Ja, okay, gut. Dann habe ich schon mal 4 von 5. Dann laufe ich beim nächsten Mal zu dem nächsten Grab. Das ist ja dann wahrscheinlich das da oben. Das ist doch der Dingshof. Das ist aber, glaube ich, in der Höhle drin. Oh Gott. Mal gucken. Also ich muss da hinlaufen. Ich muss an 500 Wölfen vorbei. Ich lieb's. Und dann war es mir bis hierhin ein inneres Blumenpflücken.